Hier war doch kein Opfer, war einer von uns. Crazy, ey. Fahre zur Skihütte. Nein, ich will nicht zur Skihütte fahren. Warum soll ich zur Skihütte fahren? Da ist es kalt. Kehre nach Wizard Island zurück. Rede mit dem Colonel. Hm. Ich brauche endlich das andere Zeug. Ich brauche noch Pfeil. Dann wird's extrem lustig. Skihütte, kannst mich mal. Ich will jetzt noch das Nest da platt machen und dann erstmal in der Base aufladen. Och, och, was? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Eck mag mich heute nicht. Vielleicht, weil ich es irgendwie Gefahren ausgesetzt habe? Würde es mir das echt umgenommen haben? Das war doch eine kleine Horde. Die größte Horde haben wir doch schon hinter uns. Guck mal, jetzt haben wir sogar die Öhrchen offen. Ich glaube, ich muss das Bike nachher mal streichen. Auf dem Rückweg. Gute Arbeit, St. John. Sie tragen viel zu unseren Erfolgen bei. Bitte schon scouten wir hier zu mir, wollen Sie nicht dasselbe. Danke, Sir. Ich erkundige mich später noch. St. John, end. Ist das nicht wieder dieser gruselige Weg? Corporal St. John, kommen Sie zum Diamond Lake Außenposten. Captain, Mann. Ja, Sir. Alle mal süßen Arsch knutschen, ey. Das mal reparieren. Mal sehen. Ja, boah. Das wird halten. Repariert. Heiß Vogel wieder, ne? Das scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Es ist da oben, aber erstmal tanken wir auf. Ah, gutes Timing. Mit dem Rest können wir Spielchen spielen. Wenn ich dann treffe. Fertig. Ist ja dann immer noch so die andere Frage. Noch ein Nest. Ist die kann er ja nicht so hochwerfen. Noch ein Nest. Dann mal los. What? Deacon St. John und Captain. Geht's dem Jungen? Gut. Etwas dehydriert. Hackel hoch, Mann. Unruhig. Der Koch sagt, er hat sich einmal durch die Kantine gegessen. Sag ihm, er soll mir was übrig lassen. St. John, Ende. Scheiß Krähe.
Was ist mit der Knarre los? Du, Mann, schießt auf mich? Ich bin doch auf der anderen Seite. Ein schöner Haufen gewaltiger Diebe und Mörder seid ihr. Was macht ihr wohl hier draußen, ha? Auf der Suche nach leichter Beute? Aber dann solche Schüsse hinlegen können, ne? Oh, ich hab noch einen Molly. Oh, packe bitte da oben auch noch ab, bitte. Ich glaube, deine Nase ist wieder dicht. Sie läuft! Wo will sie denn hinlaufen? Ja, ja, wer sein Bike liebt, der schiebt. Wer es ehrt, der fährt. Hier nix. Da nix. Wo, wenn hier Plünderer sind, müsste es doch noch irgendwo ein Snowball geben. Oder das komische Gummiband. Ich weiß nicht, ob die das schafft mit dem Hochwerfen. Man hat ja gerade gesehen mit seinen Zielen und ja. Wir versuchen es. Dann nehme ich die Pistole. Kann nicht höher werfen damit, ey. Egal wie schwer das Ding ist. Wow, ernsthaft? Da habe ich jetzt getroffen? Wir beide müssen uns noch mal so ein bisschen unterhalten. Zuerst in die Base. Und ihr so? An euch am Rumspielen, Nase putzend. Hey, hier ist das Lager. Fällt mir noch nicht mal die Zeit zum Einschenken. Ja, furchtbar. Ja, Schatz, wird's ein Nieser? Gleich kommt so Patsch, so eine dicke fette Ladung voll auf dem Monitor. Ja. Das stimmt ja, man wird hier wieder ausgebremst. Ja, aber bitte aufkranken. Danke. Wie lief das denn? Du meinst Corporal St. John, Deke. Wir sehen uns. Könne du? Was gibt's? Was ist los mit dir? Nee, da hinten ist ja der Colonel. Colonel, Sie wollten mich sehen? Corporal, ja, wollte ich. Captain Corey sagte, Sie waren bei den Plünderern in der Gegend äußerst hilfreich. Ich tue nur meine Pflicht, Sir. Eine verdächtige Gruppe Drifter wurde auf dem Highway 97 gesichtet. Sie kamen über den Thielson-Pass. Wir dachten, der sei unpassierbar. Unsere Patrouille berichtet, dass auf ihrer Stirn die Buchstaben RIP eingebrannt sind. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nein, Sir. Klingt wie ein weiterer Kult, wie diese Anarchisten. Vielleicht. Wie dem auch sei, spüren Sie sie auf und kümmern Sie sich um sie. Wir haben genug Probleme. Ich kann keinen weiteren Kult in der Gegend brauchen. Nein, Sir. Noch so einen verrückten Kult braucht echt keiner. Sie finden Ihren letzten Standort auf der Karte. Wegtreten, Corporal.
Jetzt frage ich mich, welcher Kult soll denn noch hier sein? Seiner. Ja, gut. Corporal Deacon St. John. Ja, Sergeant, wo ist mein Name? Immer noch. Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Bitte sehr. Vier Granaten, Leute. Vier Granaten. Ist doch krank. Okay, das ist schon besser. Oh ja, hol alles aus dem Ding raus, was geht. Ganz ruhig, Digga. Tief Luft holen. Okay. Hey, Corporal St. John, wir sehen uns später. Wenn sich's vermeiden lässt. So, die Arschgeigen sind da oben. Wer hätte das gedacht, aber ich will erstmal zu Corey. Weil der schließlich den Motor hat. Willst du dir das jetzt in die Nase stecken? Okay. Es ist Corporal St. John. Mach auf. Corporal, womit kann ich dienen? Was brauchst du? Mir fehlen nur noch ein paar Pünktchen dafür. Ja, da, wo ich herkomme, sagt man Benzin. Ich schätze, du nennst es Sprit. Corporal. Hallo, Corporal. Pass auf dich auf da draußen. Sergeant. Was? Corporal St. John, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Ja, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Eine Patrouille sollte am Highway 97 Richtung Norden Anarchisten beobachten. Sind Sie denen schon einmal begegnet? Anarchisten? Die Arschlöcher, die überall diese kleinen Steinhaufen zurücklassen? Ja, ein oder zweimal. Ist schon ein Weilchen her. Ich dachte, die sind alle tot. Offensichtlich nicht. Sie finden ihren Standort auf der Karte. Ich schicke sie allein los, falls die unsere Leute festhalten. Ja, allein ist die Chance größer, sie lebend rauszuholen, okay. Der Patrouillenführer, Sergeant Mitch Allen, ist ein guter Freund von mir. Ja, Sir, ich tue, was ich kann. Ich zähle auf Sie, Corporal. Wegtreten. Wie gut, dass man heutzutage Mikrofone muten kann. Deswegen, wir mussten die Dinger da nicht mal rausziehen, um mich zu... Corporal? Das Grauen hat ein neues Gesicht. Entschuldigung. Oh Mann. Entschuldige, Schatz. Du weißt, ich liebe dich von Herzen. Also, ne? Dieses Kuchen, falls du dann so eine Nachricht von mir bekommen solltest, mit da, wo ist deine Adresse, dann liegt es daran, dass ich irgendwo unterkommen muss. Oh Mann. Es ist schon schlimm genug. Aber schau an. Ein bisschen lustig findest du es doch auch. Nee? Ich hab hier irgendwie einen Grafikfehler. Fetten Grafikfehler. Hey, das Benzin, toll. Wo ich nicht rein? Hey, Kerosin. Toll. Grafikfehler.
War da nicht irgendwie mal... ja. Und hier auch. Und, ja, ich würde auch mal sagen, dass das Spiel gerade abgekackt ist. Ich werde mal kurz speichern. Und mal das Spiel beenden. Man sieht wieder alles. Wie geil. So, ich will erstmal das Nest planen. Durch die Höhle. Oh, jetzt bin ich wieder da. Habe ich dem letzten Nest endlich mal... Jetzt habe ich hier keinen verkackten Baum mehr. Ernsthaft? Kommen wir wieder. Wir sind Baum dort in die Richtung. Bin ich schon wieder. Endlich. Na also. Willst du nicht anfangen zu brennen? Der Ding ist volle Kanne eingeschlagen. So, dann sind die Nester endlich mal futsch. Die Ripper, nee, das ist für den Colonel. Ich will das hier haben. Wieder an den vorbei. Reise im Kampf nie möglich. Aha. Gut, auch wieder alle da dran vorbei. Hui. Die komische Melodie im Hintergrund schon wieder plaudern. Da muss. Das ist meine Durchfahrt hier. Bente, du bist gerade verkehrt abgebrochen. Whee!
Eismarken. So wie sich irgendwie wollt. Ich muss bald tanken. Okay. Ich rufe sie mitten auf der Straße, das muss man mitnehmen.